für das Thema Private Equity, was ja auch einen riesigen Hype unterlegen hat in den vergangenen Jahren, weil die Private Equity Fonds aufgrund der hohen Renditen, die man ausgewiesen hat, auf Basis des Thema interner Zinsfuß hat man unheimlich viel Kapital angezogen. Mit diesem Kapital wurden neue Fonds aufgelegt. Diese Fonds konnten dann wieder bei alten Fonds Unternehmensanteile zu hohen Preisen erwerben. Diese hohen Preise haben dann natürlich wieder dazu geführt, dass man leicht Geld einwerben konnte. Und dann hat man dieses Thema, die Hoss nährt die Hoss, hier wirklich exemplarisch verwirklicht. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das sind jetzt hier konkret, was Sie in Orange sehen. Das ist ein Index von gelisteten Private Equity Investments. An der Börse in London gibt es dann relativ breites Thema. Sorry. Das in Blau ist, genau, sorry, also Orange ist der Index der gelisteten Private Equity Unternehmen, also sprich die Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, KKR und ähnliches, also wo man eben auch sieht, da scheint sich die Verunsicherung rund um die Zukunftsperspektiven der Verwalter deutlich zu manifestieren. Wenn man sich dagegen dann in Blau anschaut, wie sind dann noch die Trusts gelistet, also sprich, wie ist denn aktuell die Preisstellung noch zum Beispiel an den Börsen für eben auch diese Zielinvestments, also Differenzierung zwischen eher illiquide und eben den liquiden, dann sehen Sie hier eben eine unheimlich große Differenz und wahrscheinlich liegt die Wahrheit eher in der Mitte. Aber was wir offensichtlich sehen, ist, dass wir die Werte, die ja dann oft mit einem Zeitverzug auch gemeldet werden, also beispielsweise Werte zum 30.12.2022, die sind mit Vorsicht zu genießen, die sollten eher mit einem Abschlag unterlegt werden und dann verschiebt sich natürlich auch die Vermögensbilanz. Also von daher, man muss letztendlich jedes Produkt, jede Anlage dafür sich betrachten, aber man sollte auf keinen Fall die Preise einfach abschreiben, die hier aktuell quasi über die Fondsreportings kommen. Da sind entsprechende Abschläge vorzunehmen, weil durch diese Abschläge bei beispielsweise Kapitalanlageimmobilien oder auch bei Private Equity Investments verschiebt sich natürlich auch die Vermögensbilanz. Und wenn Sie dann auch diese Vermögensbilanzquoten rechnen, wie viel Aktien habe ich, wie viel Anleihen habe ich, wie viel Immobilien habe ich, dann verschieben sich diese Quoten natürlich. Und da diese Quoten ja wiederum die Basis sind, um Ihre Vermögensstruktur entsprechend aufzustellen und einzuwerten, haben wir hier aktuell wirklich eine besondere Situation. Die illiquiden Märkte haben die Zinswende wahrscheinlich noch nicht eingepreist. Die liquiden Vermögensklassen sind dann natürlich deutlich weiter. Deswegen, es gibt Phasen, wo man diese Divergenzen eher, naja, als Randerscheinung betrachtet. Aber jetzt in der aktuellen Phase, auf der aktuellen Zeitachse ist es natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema.